Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück bei WoW Vanilla, WoW Classic. Ich habe versucht im letzten Part einen sneaky Schachzug zu machen. Schafkralle in die Wachposten zu ziehen, Schafkralle, und es hat halt auch funktioniert. Die haben auch ihren Job getan, aber leider habe ich Schafkralle nicht looten können. Weil man ihn wahrscheinlich wirklich alleine komplett runterprügeln muss. Das bedeutet, ich warte jetzt auf den Respawn und grinde hier so lange. Brauche ja eh noch so ein paar Seiten. Ach, guck mal hier. Dort sind solche rostigen Truhen. Weiß gar nicht, ob die das immer machen. Übrigens ist es kein Garant, dass wir Schafkralle, wenn wir es das nächste Mal sehen, besiegen können. Weil ich zwar ein Level up bin, aber mein Pet noch nicht. Das müssen wir in Erinnerung behalten. Ads. Hier sind so wenig Ads gerade. Da ist noch eine. Wollstoff. Unabhängig davon, dass ich diese Mobs nicht brauche. Wollstoff kann ich immer gut verkaufen und verwerten. Kann ich noch nicht wirken. Frag mich, ob in diesen Kisten was Besonderes drin sein kann. Oder ob das immer safe Rotz ist. Rollstoff. Ist kein Rotz, definitiv nicht. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Bin auch auf jeden Fall in dem Gebiet, wo Schafkralle wieder spawnen sollte. Ich weiß halt nicht, wie hoch der Respawn-Timer ist von dem Mob. Höchstwahrscheinlich ist der nicht. Oh Mist, das ist so. Das ist grau. Warum gibt's denn hier graue Mobs? Immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich bleib jetzt auch in meinem Speed-Modus. Das lädt immer noch auf. Keine Kassette gedroppt. Da sieht man aber auch einfach mal wieder, wie lange das Leveln dauert. Also, ja, dieses Level, was wir jetzt noch eben kurz schnell nach oben ziehen wollten, dieser eine Kasten da. Dauert einfach seine Zeit.
7? 7 habe ich noch nicht. Genauso wie 11 habe ich aber auch noch nicht. Sehr schön. Ich glaube, ich habe einiges bekommen jetzt gerade, was ich gebrauchen konnte von den Anleitungen. Zumindest. Es ist einfach annoying. Hätte ich das gewusst, hätte ich noch ein paar Satyr erledigt. Damit geht es mir schneller. Mit dem Satyr-Grind. Brauche noch 600 Erfahrungspunkte. Das lädt immer noch auf. Ja, der hat wieder einen Kasten gedroppt. Tun die nicht immer übrigens. Da war wieder nur Crap drin. Ich glaube, der Schafkralle-Respawn, der dauert. Wie die alle grau sind, ne? Diese Wölfe. Kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Schafkralle, wo bist du, mein Freund? Da. Da ist Schafkralle. Dann bräuchte ich jetzt nochmal eben schnell einen Mob zum Level-Up werden. Da. Das müsste der letzte sein. Ja. So. Dann wollen wir uns mal einen Schafkralle wagen. Die müsste hier sein irgendwo. Da. Kann ich noch nicht wirken? Noch nicht bereit. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Nein, nein. Ja, ich kann ihn aber looten. Oh mein Gott. Aber das war so obvious, dass da hinten noch so eine Mistkröte ist, ey. Und da habe ich die ganze Zeit gejagt. Wo ist das Mistviech, was mir fast versaut hätte?
Also ich sage euch, wie es ist. Ich hätte das Wildtier ängstigen, hätte ich schon vorher benutzen sollen. Das funktioniert ziemlich gut. Ich habe da nicht dran gedacht, also. Aber da sieht man mal wieder, was das für einen Unterschied macht, ne? Ein Level. Bringt die Klaue von Schafkralle zu Senani Thunderheart im Splinter Tree Posten. Ja, das ist auch wie es gewesen ist. Das scheiß Viech hier angreift. Fahr doch bitte zur Hölle. Danke. Das ist er nicht. Ja, auch gleich mal ein bisschen was wieder aussortieren. Ja, ein paar Sachen bekommen schon wieder fast voll gemüllt hier wegen den scheiß Schredderanleitungsseiten. Die fressen so viel Platz. Friede sei mit euch. Habt günstige Winde. Immerhin brachte das 2400 Erfahrungspunkte. Ah, ich habe das Richtige für euch. So, Schredderanleitung Nummer 7. Habe ich auch noch nicht. Frisst er das? Nee. Dann habe ich Nummer 11. Nummer 2 habe ich schon. Nummer 7 habe ich auch schon. Okay. Da fehlen mir nur noch vereinzelt jetzt Sachen. Die ist auch nicht schlecht equipped. Sogar schon T1. Not so bad. Weiß gar nicht, ob man noch die T0,5 Quest 3 machen kann. Muss ich auch erstmal wieder mit beschäftigen und herausfinden, wie das genau funktioniert. Naja, ich werde mich jetzt auf jeden Fall in Richtung Küste aufmachen. Das wird lange dauern. Werden wir auch nicht mehr in diesem Part schaffen. Nicht mal ansatzweise die Strecke. Ich müsste auch mal wieder hier in Erste Hilfe reinskillen. Der mit seinen scheiß Schredderanleitungen. Vielleicht droppt der Hirsch hier eine. Das wär's. Das lädt immer noch auf. Geisterwolf Alpha. Wenigstens droppen die jetzt nur noch mittleres Leder. Ich kann jetzt übrigens auch wieder Mineraliensuche anmachen. Weiß gar nicht, ob die Viecher auch Schredderseiten droppen können. Ich weiß aber, dass der einen Ansturm hat.
Schön. Und verteilt einen Debuff. Oh! Und noch ein Kundschafter von Ashenvale haben wir auch noch dabei. Ich wusste doch, ich habe da gerade irgendwas was Unsichtbares gesehen, ey. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Mögen eure Vorfahren über euch wachen. Mega gute Ausdauer-Buff. 32 Ausdauer. Na gut, liebe Leute, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich mache hier Pause, wir hören uns im nächsten Part wieder. Dann geht's weiter mit WoW Vanilla, WoW Classic. Macht's gut, bis dahin, ciao.